111 Jahre zählt das historische Jugendstiltor, das bereits als Kulisse für die Eröffnungszeremonie des Tierparks im Jahr 1907 diente und bis heute ein Wahrzeichen Hamburgs darstellt. Doch der Zahn der Zeit nagte ebenso an diesem Bauwerk wie auch das sprichwörtliche Hamburger Schiedwetter, sodass das alte Tor im Laufe der Jahre zahlreiche Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen über sich ergehen lassen musste. Bauleiter Jan Blum hat als technischer Leiter des Tierparks die Fäden in der Hand. Das Tor steht unter Denkmalschutz und dementsprechend wird es jetzt von zugelassenen Restauratoren untersucht. Das wesentliche Ziel der Untersuchung ist, A, einmal den Urzustand des Tores festzustellen, wie es ursprünglich mal gestaltet war. Da geht es also um die reine optische Aufgabe. Und das zweite ist eben die Bauphysik und die Funktionalität der Werkstoffe untereinander festzustellen und das Tor nach den gesamten Veränderungen über die Jahrzehnte jetzt wieder in einen voll baulich funktionalen Zustand zu versetzen. Zuerst wurde das gesamte Tor eingerüstet, damit die Experten an unterschiedlichen Stellen kleine Freistellungsflächen herstellen konnten, um den baulichen Zustand des Tores überhaupt einschätzen zu können. Dabei stellte das Team aus Bauleiter, Denkmalschützern und Restauratoren fest, dass sich unter einer Vielzahl von Farbschichten auch eine Kunststoffschicht befand, die den Stein am Atmen hindert. Also in erster Instanz werden wir die Kunststoffbeschichtung zum Teil mechanisch entfernen, zum Teil auch chemisch entfernen. Danach wird das Tor dann über den Winter eingehaust, dass es erstmal austrocknen kann, weil festgestellt wurde, dass unterhalb dieser Kunststoffbeschichtung massive Feuchtigkeitseinspeicherungen sind. Und generell, damit überhaupt eine Sanierung möglich ist, müssen die Werkstoffe eben erstmal durchtrocknen. Erst im Anschluss können die verschiedenen Restauratoren dann mit ihren Arbeiten beginnen, um gezielt nach dem Urzustand unter den vielen Schichten zu fahnden. Dafür sind absolute Experten gefragt, denn es handelt sich um unterschiedliche Baustoffe. Wir haben hier zwei Hauptwerkstoffe, die verarbeitet worden sind. Das eine ist die mineralische Bausubstanz, Ziegelmauerwerk und unterschiedliche Putze, die dort aufgetragen sind, wie auch Stuckelemente. Und der zweite Teil, die sehr schönen bronzenen Figuren, die wir haben, müssen beurteilt werden, ob sie A noch statisch halten. Sie sollen ja auch niemandem hier auf den Kopf fallen. Und auch da soll eine Aussage getroffen werden, wie diese Figuren möglichst konserviert werden können und gegen die Wettereinflüsse wieder geschützt werden können für die nächsten Jahre. Besucher brauchen sich aber keine Sorgen zu machen. Der Durchgang durch das historische Tor bleibt weiterhin frei und wird gut abgesichert, bis es in absehbarer Zeit durch eine Plane gegen Wettereinflüsse geschützt wird.